einen Sonnenstreifen im Gesicht. Ah, jetzt ist es besser. Nee, ist es nicht. Jetzt aber kind of better. Also, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag und willkommen zu einem neuen Video. Es ist jetzt Samstag, 12.29 Uhr. Draußen hat es minus 4 Grad, aber es ist wunderschönes Wetter, die Sonne scheint. Ja, und es ist auch relativ warm, muss ich sagen. Also jedenfalls hier drinnen, obwohl ich halt die Türen und alles offen habe. Also die Sonne wärmt halt wirklich gut auf. Aber trotzdem ist es offiziell kalt draußen. Ja, ich habe jetzt heute Morgen, was habe ich gemacht? Ich habe den kompletten Hasenkäfig ausgemistet und ich habe noch ein bisschen weiter geputzt, weil ich gestern das, was ich mir vorgenommen hatte, nicht geschafft habe. Also ich weiß nicht, ich hatte gestern noch mit einer Freundin, ich glaube, 2 Stunden telefoniert und dann hatte ich am Abend wirklich kaum noch Motivation, irgendwas zu machen. Also ich war dann noch im Fitnessstudio und bin um 8 oder so zu Hause gewesen oder um 7 und dann habe ich eben noch telefoniert bis um 9. Und obwohl Freitag war, war ich irgendwie total, also obwohl ich halt wusste, ich konnte heute ausschlafen, war ich dann schon um 12 oder so im Bett und habe halt auch schon geschlafen, weil ich, glaube ich, einfach super müde von den letzten Tagen war. Und genau, jetzt habe ich gestern das Bad nicht mehr geschafft und eben auch den Hasenkäfig nicht mehr. Den Hasenkäfig habe ich jetzt schon gemacht und das Bad muss ich wahrscheinlich morgen machen, weil ich das heute nicht mehr schaffen werde. Ja, zu meinem Plan heute, ich werde mich jetzt dann gleich umziehen und dann gehe ich zum Bus und dann fahre ich zum Eishockey. Das ist nämlich heute tagsüber, was eigentlich ganz praktisch ist und ich war schon länger nicht mehr so wirklich, immer nur so kurz und ja, ich habe halt auch eine Jahreskarte, also irgendwie soll es sich halt auch lohnen. Ja, jedenfalls jetzt. Und genau, dann danach wollen wir, also ich und eine Freundin, zu Ikea, dort was essen und halt ein bisschen rumschauen. Und danach fahren wir zu mir und machen Spieleabend / Trash-TV. Love it. Und genau, dann am nächsten Tag eigentlich wieder, also machen wir quasi entspannt und wir müssen beide was für die Uni machen. Und dann am Abend habe ich ein Fußballspiel, also unser letztes Hallenspiel, glaube ich. Nee, nicht das letzte, aber halt ein Hallenfußballspiel. Und ja, dann ist das Wochenende auch schon wieder vorbei und die neue Woche beginnt. Ja, ich muss auch wirklich am Wochenende was für die Uni machen. Heute werde ich es nicht schaffen. Great. Ich, wie gesagt, mache mich jetzt fertig und gehe dann los und ja, nehme euch ein bisschen mit in den Tag. Genau 3 Sachen, die ich gebraucht habe und habe eine der wichtigsten Sachen vergessen. Da wird sich den ganzen Ikea laufen, um diese eine Sache zu holen. Und ja, die eine Sache war am Anfang und ich war am Ende, als es mir aufgefallen ist. Das ist auch so typisch ich, ne? Naja, gehe ich halt jetzt den ganzen Weg nochmal zurück. Ist ja auch nicht weit. Und das Ding ist hier bei Ikea, also jedenfalls hier unten in Finnland, ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch so ist, weil ich weiß, in Deutschland gab es so ein paar Durchgänge, aber irgendwie gibt es die hier nicht. Marketingstrategie, I would say. Hallo, es ist Sonntag. Meine Haare sind voll mit Schnee, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass es schneit. Aber es schneit. Ich habe jetzt dann ein Fußballspiel, ein Hallenspiel. Und ich gehe jetzt gerade zu der Bushaltestelle, von der mich die Fußballkollegin immer auf. Sammelt und noch eine andere Fußballkollegin, die jetzt auch irgendwie gleich kommen sollte. Ja, ich habe den Morgen heute sehr produktiv gestartet. Also wir haben erstmal bis 11:30 geschlafen, dann aufgestanden und ihn gemacht, dann haben wir doch jetzt ein bisschen gespielt. Also Brettspiel / Kartenspiel und jetzt gehe ich eben zum Fußball und sie geht arbeiten und ich werde dann später noch ein bisschen Uni weitermachen, bis sie wieder kommt, weil sie, glaube ich, erst gegen 10, 11 oder so wieder kommt und ich, glaube ich, gegen 8 rum schon zu Hause bin. Ja, genau. Und so sieht mein Tag aus, aber jetzt erstmal Fußball. Ich habe richtig Lust heute. Ich bin ganz froh, dass es drinnen ist heute, also Hallenfußball. Ja. Ich bin gerade dabei. Wie ihr seht, bin ich schon super müde. Es ist auch schon 10. Ich muss es dann fertig machen und ins Bett, aber ich bin gerade dabei. Wir haben wöchentlich quasi so Problem Sets.
Das sind dann so drei große Aufgaben mit so Unteraufgaben, also A, B, C, D, keine Ahnung, F bis F, die also wirklich auch zeitintensiv sind. Und die sind aber auch in der Urban Economics, also in dem Kurs, wo wir halt auch die Prüfung haben. Und ja, ich versuche jetzt, weil die halt immer so die aktuellen Themen, die wir halt durchgegangen sind, beinhalten, also quasi wie so Hausaufgaben, nur dass sie auch benotet werden. Was eigentlich ganz gut ist, weil man dadurch ein bisschen die Endnote von der Prüfung ausgleichen kann. Ja, jedenfalls versuche ich jetzt ein bisschen, während ich dieses Problem Set bearbeite, die Sachen schon so ein bisschen zusammenzufassen. Aber ja, trotzdem ist es halt sehr zeitintensiv und ich werde jetzt noch, ja, ich denke mal noch bis 10:30 weitermachen. Dann mache ich mich bettfertig und werde noch ein bisschen was lesen, weil ich super müde bin und auch den ganzen Tag irgendwie schon auf dem Bildschirm gestarrt habe. Und jedenfalls so viel dazu mal. Mit meinen super tollen Babyhaaren. Oh, meine Haare sind heute reinstes Chaos, aber ich habe heute auch noch Fußball. Deswegen ist es mir relativ egal, weil ich später eh noch Haare waschen muss. Aber ja, für die Uni ist es gerade nicht so erotisch. Oder ist es gerade nicht so prickelnd, aber halb so wild. Ich gehe jetzt, fahre jetzt in die Uni. Dann habe ich bis 4 Uni. Dann muss ich zu Hause noch weiter an meiner Abgabe für morgen, also das Übliche, arbeiten und dann, ja, dann geht's heim. Geht's zum Fußball. Also dann ist der Tag auch schon wieder vorbei, wenn ich vom Fußball komme. Wir haben übrigens an der Uni tausende von Restaurants gefüllt, also wirklich sehr viele Aktionen. Und ich habe mir jetzt mal endlich die App runtergeladen, die quasi so einen Überblick verschafft, was halt gerade, wo es halt, was halt an welchem Tag wo zu essen gibt, in welchen Restaurants. Also ich glaube, wir haben 7, wenn nicht sogar mehr Restaurants. Und jetzt, klar, will ich so ein bisschen in so eine Gegend, also halt ein bisschen näher an meiner, an dem Unterrichtssaal, keine Ahnung, wie man das sagt. Genau, deswegen probiere ich jetzt mal ein neues aus, weil in das, wo ich eigentlich dienstags immer gehe, gibt es heute nur rote Beetesuppe. Also und Fleisch und die vegetarische Option klang auch nicht so gut, aber rote Beetesuppe finde ich auch nicht so geil. Und in dem anderen gibt es nämlich irgendwie Fisch. Mal schauen. Ich wollte jetzt hier mal meinen Prüfungsplan zeigen. Die erste Seite ist quasi von, also von dem Professor, also von MyKurs, das heißt unsere Seite, also ist sowas wie Moodle, glaube ich, gibt es ganz viel in Deutschland auch. Gibt es hier übrigens auch, aber wir haben eben MyKurs, das jetzt hier an der Uni. Und genau, da ist es so, dass das hat halt der Professor quasi zur Verfügung gestellt, das ist so eine Übersicht über die einzelnen Themen, die wir behandeln werden und oder halt auch schon behandelt haben. Und aktuell ist es bis die Lecture 7. Das heißt, bei denen weiß ich es auch, also bei den 8, 9, 10, 11, 12 weiß ich noch nicht, auf welche Buchseiten sich die beziehen. Ich habe das nämlich so gemacht, dass ich hier einmal eben dann habe, also ob ich halt das Thema bearbeitet habe. Und halt eben auch die Buchseiten. Wir haben, oder Buchkapitel, nicht Seiten, Entschuldigung, Kapitel. Wir haben nämlich insgesamt ja 6 Kapitel, die sich auf die Prüfung beziehen. Ich glaube,
drei davon oder sogar vier davon habe ich schon gelesen. Nee, drei, weil wir die in dem vorherigen Kurs hatten. Das heißt, die muss ich nur noch ein bisschen überfliegen und da habe ich auch schon Zusammenfassungen zu, was es ganz praktisch macht. Genau, und bei den unteren hier weiß ich einfach noch nicht, auf welche Buchkapitel die sich beziehen. Und dann gibt es auch einige Themen, die sich halt auf kein Buchkapitel beziehen. Ich habe aber auch bei diesem Plan, es ist so, dass wir diese, das habt ihr jetzt in dem Video schon gesehen, auf jeden Fall haben wir halt auch solche Problem-Sets, die wir wöchentlich machen müssen. Da haben wir insgesamt 5, ich bin jetzt beim 4., also da kommt dann nur noch eins. Das heißt, es ist nur eine Woche zwischen dem letzten Problem-Set und der Prüfung. Great. Allerdings sind diese Problem-Sets ganz gut, um halt den Stoff schon zu lernen, weil die sich halt auf immer ein Thema beziehen. Und jetzt gerade aktuell ist es das, also die Lecture 7, also das Thema 7, was in dem Fall Low-Income Housing Policy ist. Und genau, während ich das jetzt mache, fasse ich A, das schon mal nochmal so richtig zusammen, also schreibe die Zusammenfassung und lerne das Thema auch schon so ein bisschen, weil man sich automatisch damit beschäftigt. Das heißt, dass das Thema vielleicht auch einfach schon vorher, keine Ahnung, behandelt wird und dass ich das schon früher abhaken kann. Also ich weiß noch nicht, ob ich mich so punkt an diesen Kalender halten werde, aber es ist halt erstmal schon mal so eine Übersicht und eine Orientation, dass man halt irgendwie im Kopf hat, was als nächstes kommt und was man schon hat und was nicht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die Prüfung wird. Ich bin froh, wenn dieses Wirtschaftsfach dann vorbei ist und danach wirklich nur noch die anderen Fächer kommen, die sich halt mehr auf die Stadtplanung dann beziehen. Aber ja, es ist halt Stadtwirtschaft und die gehört natürlich dazu. Und ich muss durch. Ich möchte da bloß eigentlich eine relativ gute Note schaffen, weil es halt, wie gesagt, sich schon gut auf die Stadt bezieht. Aber ja, im Prinzip, das Hauptziel ist einfach bestehen. Ja. Before that, but I think that should actually happen anyways, because like I think it's one of the first steps we might do. Es ist heute Dienstag. Ich habe tatsächlich gar nichts geplant, auch nicht mit Yari gemeinsam. Wir, keine Ahnung, schauen vielleicht, dass wir spontan essen gehen. Auf der anderen Seite, ich habe auch Training und ich habe echt viel zu tun noch, weil ich fliege ja am Donnerstagmorgen eben nach Österreich. Und ja, es gibt noch einiges zu tun, deswegen. Anyways, ja, ich mache mich jetzt fertig. Ich mache mir jetzt noch einen Kaffee und gehe dann in die Uni. Ich habe tatsächlich den ersten Teil der Lecture einfach jetzt ausfallen lassen, weil ich keine Lust darauf habe. Wir haben später noch Gruppenarbeit und da fahre ich dann in die Uni. Also ich fahre jetzt in die Uni, werde was essen und werde dann halt den zweiten Teil des Kurses quasi oder der, wie nennt man das, Vorlesung, mir halt quasi anhören. Und ja, aber ich hatte irgendwie nicht die Motivation, jetzt schon zu gehen heute Morgen. Und ja, ich kann das Thema auch easy nachlesen, deswegen. Genau.
Und dann danach habe ich noch den anderen Kurs, den Prüfungskurs. Genau, das müsste eigentlich mit die vorletzte Stunde sein. Nervous. Aber ja, ich mache mir jetzt, wie gesagt, noch einen Kaffee to go und dann geht's los. But I'll go. Echt überfordert, wie das alles in den Koffer soll. Capo versucht zu helfen. You said that you need-